Endodontologie ist die griechische Bezeichnung für Wurzelbehandlungslehre. Wieso es zu einer Wurzelbehandlung kommen kann und wie Sie dies vermeiden können, erfahren Sie in den Videos Karies, Wurzelbehandlung und Plaque. Kommt es trotzdem einmal zu einer Wurzelbehandlung, dann kann ein gut wurzelbehandelter Zahn ein Leben lang gute Dienste leisten. Eine schlechte Wurzelbehandlung kann auch nach Jahrzehnten Probleme verursachen. Müssen bei Ihnen immer wieder Zähne wurzelbehandelt, Wurzelspitzen resiziert und/oder Zähne extrahiert werden, dann sollten Sie zwecks Einholung einer zweiten Meinung einen Wurzelbehandlungsspezialisten aufsuchen. Geben Sie sich nicht mit Antworten wie Ihr Zahn ist schlecht, Ihr Immunsystem reagiert zu stark, Sie haben eine Allergie zufrieden. Wie eine Wurzelbehandlung ablaufen sollte, können Sie im Video Wurzelbehandlung nachsehen. Zwar ist solch eine Wurzelbehandlung mit Mehrkosten verbunden, unterm Strich sparen Sie sich aber Geld und Zeit, denn es bleiben Ihnen frustrante Nachbehandlungen in der Regel erspart. Ein Endodontologe arbeitet immer mit Kofferdamm, Sehhilfe, zum Beispiel Lupenbrille, Mikroskop und sterilen Wurzelkanalinstrumenten. Mehr dazu in den Videos Kofferdamm, Endobox und Wurzelbehandlungskomplikationen. Anhand eines einfachen Röntgens können Sie Ihre Wurzelbehandlungen selber beurteilen. Die Wurzelkanäle sollten homogen, dicht, konisch bis an die Wurzelspitze abgefüllt sein. Ein wurzelbehandelter Zahn sollte nach erfolgreicher Wurzelbehandlung so schnell wie möglich durch eine Krone oder ein Keramik-Inlay versiegelt werden. Mehr dazu im Video Mikrospalt.